Hallo, mein Name ist Herbert Klanschnick. Ich habe etwas ganz Interessantes erfunden und darüber möchte ich kurz berichten. Und zwar arbeite ich mit rotierenden Kristallen, die im Kopf- und Fußbereich rotieren, jeweils 12 Kristalle. Und interessanterweise, wenn man da auch nur noch ein Foto rauflegt zwischen diese rotierenden Kristalle, dann können also mittlerweile Personen diese Energieübertragung schon weltweit als Fernsitzung übertragen bekommen. Nähere Rückmeldungen davon gibt es zum Beispiel auf Facebook unter Kristallsitzung. Über was ich heute noch zusätzlich berichten möchte, ist meine neueste Erfahrung mit der Energetisierung von Wasser. Wenn man hier also statt diesem Foto zwischen den rotierenden Kristallen ein Wasserkanister rauf geht, idealerweise vorab sauber gefiltert, in meinem Fall mit Umkehrosmose, also Membranfilter, wird also die Energie messbar in Bobis, Energieeinheiten, von normal aus der Wasserleitung 6000 wird erhöht auf 100.000 Bobis. Und was ich gestern erst zusätzlich erfahren habe von zwei ganz besonderen Menschen, die zu mir gekommen sind und was ausprobiert haben, war die Kombination mit einem sogenannten Wasserverwirbler nach dem Schauberger Prinzip. Ich habe das hier gleich zusätzlich auf den Kornkreis von Andechs auf ein Bild hinaufgelegt. Und wenn man jetzt dann hier diese Wasserverwirbler mit dem bereits vorab energetisierten Wasser hier wirbeln lässt, da sind also jetzt schon 100.000 Bobis drinnen, dann schaltet man da hier unten den Wasserwirbler dazu mit ein, liegt der Schauberger Prinzip, geht mit zwei kleinen Batterien, macht also hier so einen kompletten Wirbel drinnen. Dann nimmt das Wasser hier in diesem Gerät standardmäßig 200.000 Bobis an und in Verbindung mit eben dem Kornkreis geht das hier insgesamt auf 300.000 Bobis rauf. Und das absolut Interessante ist, gestern hatte eine von den zwei Personen hier eine sogenannte Tesla-Platte. Schaut unscheinbar aus, 10 mal 5 cm lang, haben wir das Ganze hier ausgetestet. Die Energie ist draufgegangen auf, bitte sage und schreibe, 600.000 Bobis Energieeinheiten für dieses ganz hochspezielle Wasser über den Verwirbler in Verbindung mit der Tesla-Platte. Und dieses spezielle Wasser kann also durchaus in Zukunft verwendet werden, meiner Meinung nach, für technische Anwendungen wie zum Beispiel eben Wasserstoffzelle. Statt dass man destilliertes Wasser reingibt, wenn es verbraucht ist, mit 3000 Bobis, gibt man eben so ein spezielles Wasser rein mit mittlerweile bis zu 600.000 Bobis möglich. Und das Gerät, mit dem ich derzeit hier arbeite, schaut also so aus. Da sind unten 12 Kristalle, oben 12 Kristalle, die sind in Reagenzgläser mit hochschwingendem Wasser drinnen. Und wenn man hier eben ein Bild reingibt von einer Person, dann braucht man hier nur einzuschalten. Oben auch, sieht man hier oben auch die Kornkreisenergie. Und diese Rotationsenergie kann also auf Entfernung von feinfühligen Menschen tatsächlich wahrgenommen werden. Das dauert so im Durchschnitt ungefähr an die circa 10 Minuten. Und die Rückmeldung von den einzelnen Personen, bisher haben so ungefähr eine 100 Personen teilgenommen an meiner Anwenderstudie, Kristallenergieübertragung, die kann man ebenfalls lesen auf Facebook unter Kristallsitzung. Und nähere Informationen über meine Arbeit mit den atlantischen Kristallrädern ist das, findet man auf meiner Webseite unter www.kristallsitzung.at. Herbert Glanschnick aus Salzburg.